der großartigen und mächtigen Schöpferseelen, die sich in diesem Kanal treffen. Seid gegrüßt mit dem Licht, das wir sind und aus dem wir geboren sind. Es ist schön, dass ihr hier dabei seid. Es ist schön, dass ihr euch interessiert. Und es ist schön, dass ich euch jetzt sagen kann, deine Zeit ist gekommen. Die Zeit, die neue Zeit zu schaffen und die alte Zeit sein lassen. Wir haben eine große Aufgabe. Wir werden dabei unser Potenzial entdecken, was wir tatsächlich sind, was wir tatsächlich imstande sind. Und zu diesem Zweck wurde auch der Kurs Schöpfer sein einberufen, um dir deine Seele zu zeigen, deine Macht zu zeigen und dieser Welt zu zeigen, dass es Seelen gibt, die sich zusammenschließen und gemeinsam ihre Wünsche, Ziele, Träume verwirklichen. Wir warten nicht auf Erlöser, wir sind die Erlöser. Wir warten nicht auf Heilung, wir sind die Heilung. Daher möchte ich dich ganz herzlich einladen. Mach mit bei diesem Kurs. Jede Gruppe hat nur 10 Teilnehmer. Melde dich gleich an. Sollten es viele Anmeldungen sein, werden wir einen weiteren Kurs einbauen. Aber ich bin überzeugt, dass es jetzt sehr, sehr, sehr wichtig ist, dass wir Aktionen setzen. Dass wir uns nicht weiter überfahren lassen von Dampfwalzen, sondern dass wir jetzt das kreieren, was wir in unserem Herzen wünschen, was wir allen Menschen wünschen, dass wir Frieden, Harmonie und vor allem Liebe unter uns haben. Das Ziel jedes Kurses ist, uns zusammenzuschließen, nicht als Mensch, als Seele, die wir sind, als unsterbliche Seele. Und genauso unsterblich wie unsere Seele ist, wird auch unser Körper werden, wenn wir verstehen, durch unsere Seele zu agieren in dieser Welt der dritten Dimension. In der fünften Dimension ist das nämlich was ganz anderes. In der fünften Dimension sind wir uns unserer Seele bekannt, bewusst und agieren von den Ideen der Seele. Die Seele kennt nur eines: Harmonie, Liebe, Friede, Entwicklung. Und das wird auch wieder diese Welt sein, auf die wir nicht mehr warten, die wir jetzt schaffen. Melde dich an bei uns im Club, sei dabei, zeig dich, sei ein Signal, ich bin Schöpfer, ich mache jetzt das Neue. Und so werden wir innerhalb von kürzester Zeit dieser Welt neue Impulse geben, damit sie sich auf einem neuen Weg entwickeln kann. Auf dem Weg der Liebe, die uns geschaffen hat. Auf dem Weg des Lichts, das uns geboren hat. Und auf dem Weg unserer Seele, die immer nur die Harmonie und den Frieden anstrebt. Also, du mächtige Schöpferseele, zeig jetzt, dass du da bist, dass du agierst, dass du Verantwortung übernimmst und dass du mitmachst, die neue, die fünfte Welt zu gestalten, zusammen mit allen anderen diesen wundervollen Seelen, die hier sind und ein neues Leben wollen. Ich erwarte dich. Bis dann. Freut mich. Ja, zuerst möchte ich euch ein bisschen erklären, um was es geht bei unserem Energiezeichen. Wir können es auch unser Seelenzeichen nennen. Die Originalbilder sind entstanden von der Emma Kunz. Sie hat von 1892 bis 1963 gelebt, hat in der Schweiz in einer Grotte einen Bewusstseinsweg gemacht, in dem man sich entwickeln kann. In ihrem Leben hat sie sehr viele Bilder geschaffen, energetische Bilder, die mathematisch, geometrisch aufgebaut sind, die wir zusammengezogen haben zu unserem Bild, das uns Energie gibt und in dem wir die Energie applizieren können. Was ist der Sinn dieses Bildes? Erstens mal ist das Bild ein Punkt, auf den wir uns alle konzentrieren. Alle konzentrieren sich auf denselben Punkt. Und somit leiten wir unsere Gedanken, die Energie unserer Gedanken in diesen Punkt.
Am zweiten beziehen wir aus diesem Punkt wieder Informationen. Also unsere Intuition bezieht Informationen aus dieser Energie, die alle kumulieren, die da Energie eingeben. Das Zeichen wird ausgerichtet genau auf Nord-Süd. Warum? Unsere Welt lebt in einem ständigen Zyklus von Energie. Die Energie läuft von Süd nach Nord. Das heißt, der Nordpol, das energetische Magnetfeld des Nordpols, zieht die Energien an. In diese Linien setzen wir unser Zeichen, damit unsere Energie, die wir da eingeben, auch gleich in diese Linien eingegeben werden. Das hat zum Ziel, dass all unser Denken, also die Energie, die durch unser Denken entstanden ist, schlussendlich im magnetischen Feld unserer Welt gespeichert ist und durch das über unser ganzes Magnetfeld der Welt verteilt wird. Dieses Zeichen setzen wir auch überall da ein, wo wir uns konzentrieren wollen, wo wir was wissen wollen. Wir setzen es immer wieder in unserem Leben ein, an alle möglichen Punkte, wo wir es sehen. Dass immer, wenn ich einen guten Gedanken habe, dass ich ihn da eingebe. Oder wenn ich jetzt eine Lösung suche oder einen guten Gedanken suche, dass ich das Bild ansehe und es mir über die Intuition Impulse geben kann, die mir schlussendlich ein Resultat bringen. Jetzt möchte ich zu den einzelnen Bildern kommen. Das ist das erste Bild. Das Bild hat die Emma Kunz gemalt als das Bild der Entwicklung oder Erweiterung unseres Bewusstseins. Wir können das Bild jetzt drehen in jede Richtung, jedes Mal kriegt es auch einen anderen Effekt für uns. Ob die Spitze jetzt nach unten geht, nach oben geht, nach links geht oder nach rechts geht, gibt einen anderen Einfluss, eine andere Energie, die auf uns wirkt. Die farbliche Zusammenstellung ist ebenfalls darauf aus, dass aus dem Grünen oder aus dem Lebendigen, aus dem Biologischen, das ganze Ätherische, Materielle entstehen kann. Dass es sich aufbaut immer von einem Punkt. Dieser eine Punkt ist unsere Seele, die denkt, Energie produziert, unserem Geist weitergibt, der uns dann unser Bewusstsein dementsprechend formt. Das zweite Bild ist das Zentrum. Wie wir sehen, laufen alle Linien ins Zentrum. Im Zentrum wird es wieder nochmals aufgebaut. Es wird nochmals, ich sage jetzt was durcheinander gebracht, aber es wird strukturiert. Und im Zentrum dieses Bildes ist viermal die Nummer 5. Wieso? Weil wir jetzt daran arbeiten, die fünfte Welt neu zu gestalten, als Schöpfer der fünften Welt. Ich möchte hier vielleicht kurz einhaken, was ist die fünfte Welt, damit wir das auch richtig verstehen. Es gibt zwei Wege, wie wir das verstehen können. Der erste Weg ist der physische Weg. Unsere Welt erlebt jetzt das Ende ihrer vierten Zeit. Die ersten drei Zeiten gingen zu Ende, indem sie verbrannt wurden, eingefroren wurden und ausstarben. Und unsere vierte Zeit, in der wir jetzt leben, in der wir auch in der vierten Dimension unsere Zeit genießen können und gestalten können, die ist jetzt auch zu Ende. Jetzt kommen wir also physisch in die Evolution, in die fünfte Welt. Das ist die fünfte physische Aufbau dieser Welt. Es hat aber auch einen anderen Begriff. Der zweite Begriff ist, dass wir jetzt in der neuen Welt, also in der fünften Welt, durch unsere Bewusstseinserweiterung auch einen Zugang bekommen zu unserer fünften Dimension. Wir wissen, dass wir in allen Dimensionen existent sind. Also sind wir in der ersten, zweiten, dritten, vierten und auch in der fünften und höheren existent und agieren in jeder Dimension nach den Möglichkeiten, die wir haben in der jeweiligen Dimension. Heute haben wir nur Zugriff auf die vierte Dimension und noch nicht die fünfte. Viele Menschen sind jetzt aber bereits im Bewusstsein klar, dass sie wissen, wir gehen jetzt auf die fünfte
Dimension zu. Also, dass wir in Zukunft aus der fünften Dimension handeln können. Die fünfte Dimension ist nicht eine Dimension, wo wir physisch sind. Nein, da sind wir Seele und Geist, die über die dritte Dimension und vierte Dimension bestimmen kann. Das heißt, wir können in Zukunft aus der fünften Dimension das Leben in der dritten Dimension gestalten. Das ist der gestalterische Prozess der Schöpfer der fünften Dimension. Die nächsten vier Bilder sind farblich unterschiedlich. Sie haben immer den zentralen Punkt, von dem aus gesendet wird oder in dem empfangen wird. Jedes dieser Bilder ist wie eine Antenne, eine Parabolantenne, die Signale sowohl empfängt aus dem ganzen Universum und der ganzen Welt, wie aber auch dementsprechend kumuliert weitergibt an unsere Umgebung, an diese Welt und ans Universum. Daher sind diese vier Punkte an allen vier Ecken platziert, dass das, was aus dem Zentrum abgegeben wird, in alle beliebigen Richtungen abgegeben wird. Das Zentrum an sich gibt seine Information nach unten und nach oben. Und diese vier Zeichen, die wir jetzt hier sehen, die geben ihre Information nach Nord, Ost, Süd und West. Ja, das ist etwa das zu diesem Bild, was ich dir hier mal dazu sagen kann. Als Vorbereitung zu unserem Kurs, wir nennen es mal den Seelenkurs, der Schöpfer der fünften Dimension, sende ich euch dieses Bild, das ihr bitte ausdrucken sollt, auf großes und weißes Papier. Schreibt unter das große Bild deine Mitgliedernummer und lass es plastifizieren. Laminiere es mit einer matten Folie, also nicht mit einer Glanzfolie. Auf dem zweiten Blatt sind viele kleine Bilder. Drucke die ebenfalls auf. Drucke die ebenfalls aus, zum Beispiel auf Selbstklebefolie. Und schreibe mit Bleistift auf jeder dieser Pyramiden einmal deine Nummer. Deine Mitgliedernummer in unserem Club der Schöpfer ist ebenfalls deine Seelennummer, wie sie dann in unserem Kurs immer wieder zur Anwendung kommt. Bringe nun die kleinen Bilder überall da an, wo du dich immer wieder aufhältst, wo du hinsiehst, sei es in einem Auto, sei es wo es wolle, dass du immer wieder visuellen Kontakt bekommst und damit erinnert wirst, dass deine Energie, dein Denken jetzt also abgegeben werden kann an ein neues Kollektiv, das Kollektiv der Schöpfer, das Kollektiv der Seele unserer Welt und in den Fluss der Energie, die diese Welt am Leben hält und sich entwickelt. Es wird auch zur Quelle deiner Intuition, aus der du Informationen beziehen kannst. Es wird alle unsere Teilnehmer zusammenschließen, dass die Idee oder die Ideen für alle zur Verfügung stehen. Schreibe deine Mitgliedernummer auf die Pyramide oder das bewusstseinserweiternde Zeichen und benütze einen Bleistift, also nicht einen Filzstift, sondern einen Bleistift, der höhere energetische Elemente in sich trägt. Das große Bild lege bei all unseren Treffen oder bei Arbeiten, die du machst für den Kurs, neben dich. Wie gesagt, richte es aus auf Nord. Das N bedeutet Nord. Richte es möglichst genau aus, damit es mit dem Magnetfeld der Welt verbunden werden kann. Lege auch dein Schreibwerkzeug, dein Getränk und so weiter darauf. Versuche auch, die kleinen Bilder nach Norden auszurichten. Verbinde ab und zu alle deine Seelenpunkte, die du platziert hast, in deinem Haus, in deiner Wohnung, in deinem Auto, in deinem Arbeitsplatz und so weiter. Nehme die visuell zusammen. Ziehe eine Linie, die von dir ausgeht. Dann geh zum ersten, zweiten. Stell dir einfach alle vor,
bis die Linie wieder zu dir kommt. Durch das schaffst du eine Verbindungslinie, dass alle diese Zeichen immer mit dir verbunden sind. Am besten nützt du immer dieselbe Verbindung, dieselbe Linie, also du fängst am selben Punkt an und gehst damit weiter, damit du wie ein Zirkel entwickelst in dir, der alle diese Zeichen beachtet und mit dir zusammenschließt. Und somit kommen wir zu unserer ersten Aufgabe. Der Sinn unseres Kurses ist ja auch, unser Schöpferseelen zu vereinen. Das bedingt, dass einer den anderen kennt. Wie bereits mitgeteilt, ist unsere erste Aufgabe, uns selbst zu präsentieren. Diesen drei Themen. Erstens, wer war ich? Also, wo bin ich geboren, aufgewachsen, Erfahrungen, die ich gemacht habe als Kind, als Erwachsener, Berufserfahrungen und so weiter. Der zweite Punkt, wer bin ich heute? Was hat mich auf diesen Punkt gebracht, wo ich jetzt bin? Was fühle ich heute? Wie würde ich mich heute beschreiben, als Zusammenfassung vielleicht von all dem, was meine Vergangenheit mir bis heute gezeigt hat? Und zum dritten, wer werde ich sein? Und das ist das, was wir daran arbeiten in unserem Kurs. Und da wir immer wieder versuchen, auch klarzustellen, dass wir das Ziel definieren. Was werde ich sein? Nicht, was will ich sein, sondern was werde ich sein? Ich bin Schöpfer. Ich bin nicht nur einer, der wünscht. Ich bin einer, der schafft. Daher werde ich sagen, ich werde sein. Beschreibe, wie du dich in Zukunft siehst. Wer du bist. Was du machst. Wie es dir geht. Gehe dabei nicht zu weit in dein Umfeld ein, sondern konzentriere dich auf dich, deine Persönlichkeit, Fähigkeit, deine Position, die du hast, Entwicklung und so weiter. Zu dieser Präsentation hast du 10 Minuten Zeit, um dir in diesen 10 Minuten oder um den anderen in diesen 10 Minuten näher zu bringen, wer du bist. Wenn das ein bisschen über die Zeit geht, ist auch kein Problem. Hier noch ein wichtiger Hinweis, ein Hinweis zum Kurs. Unser Kurs ist nicht gerade das Modell, das bereits bekannt ist. Er ist auch keine Kopie irgendeines Kurses. Dieser Kurs wurde noch nie gehalten und ist somit das erste Mal eigentlich jetzt hier im Schöpferclub angeboten. Im Kurs sind wir nicht Mensch, sondern wir sind unsere Seele. Wir beteiligen uns im klaren Bewusstsein, dass wir hier als Seelen agieren. Daher werden wir uns als Seele Nummer sowieso ansprechen. Jeder hat sich eine Nummer selber gegeben. Diese Nummer ist auch die Mitgliedernummer, die er hat bei uns im Club. Somit gibt es ein ganz anderes Verhältnis, wie wir angesprochen werden und wie wir auch uns selber deklarieren. Unser Vorname, unser Name, all das haben uns die anderen gegeben. Jetzt geben wir uns mal einfach eine Nummer. Und wir sagen, ich bin die Seele, Nummer sowieso. In unserem Kurs werden wir immer weiter in die Thematik der Nummern eingehen, weil jede Nummer hat eine Energie. In der ganzen Lehre von Grabovoi, die wir ebenfalls hier dazu nehmen, ist ja sehr, sehr vieles über Nummern gelöst, weil es ein ganz, ganz einfacher Weg ist, Dinge zu schaffen, Dinge zu überschreiben und sich mit diesen Zahlen fortzubewegen. Wir werden darauf weiterhin immer wieder zurückkommen und es ist auch die Idee, dass wir schlussendlich mit einfachen Zahlenkombinationen ganz viele Dinge in ganz kurzer Zeit erledigen können. Immer bevor wir Arbeiten machen, an uns, an unserer Seele, in diesem Kurs, begeben wir uns in unsere Seele, damit wir all das, was wir tun, als unsere Seele tun und somit die Verbindung zwischen uns Mensch, also Bewusstsein und Geist, mit der Seele verstärken können, dass wir immer mehr direkten Einfluss
von der Seele in unser Leben bringen können und von dem her auch das Verständnis für all die Dinge, die hier geschehen, klären können oder besser aufbauen können. Zudem gibt es viele Möglichkeiten. Ich gebe heute eine Möglichkeit an, wie wir in unsere Seele kommen können und damit weiterarbeiten können. Das fängt so an. Danke dem Schöpfer, dass er meiner Seele ins Unendliche entspringen ließ. Danke meiner Seele, dass sie mich geschaffen hat. Danke der Welt, dass sie mich aufgenommen hat. Danke allen, dass wir hier sein dürfen. Und jetzt nehme ich einen tiefen Atemzug, atme ein und sage mir, ich bin Schöpfer meiner Realität. Ich danke dafür. Und jetzt halte ich die Luft 2-3 Sekunden an in mir. Ich fühle diese Größe. Ich bin der Schöpfer meiner Realität und die Dankbarkeit, die ich habe dafür. Und dann atme ich wieder aus. Alle Luft will ich loswerden und sage, ich lasse alles los und beschenke meine Umgebung mit meinem Atem. Mein Atem lässt meine ganze Umgebung leben. Und meine Umgebung lebt, damit ich atmen kann. Somit bin ich dankbar für jeden Atemzug, den ich aufnehmen kann. Und natürlich bin ich glücklich über jeden guten Atem, den ich ausatmen kann, den ich nämlich der Natur in meinem Umfeld, der Mutter Erde, zur Verfügung stellen kann, damit sie leben kann. Dieses Ein-Ausatmen mache ich vielleicht 2, 3, 4 Mal, bis mein Geist ruhig ist. Dann konzentriere ich meine Gedanken und gehe in meine Mitte. Meine Mitte liegt in einer Sphäre vor meiner Brust. Ich stelle mir vor, ich bin jetzt in dieser Sphäre und danke, dass es mich gibt. Von hier aus fange ich mich an zu konzentrieren auf die 5. Herzkammer, dem Haus der Seele, in dem das Licht der Seele ist. Die 5. Herzkammer liegt hinter deinem physischen Herzen, ist eine ganz kleine Kugel. In dieser Kugel hat es ein Licht, ein Vakuum. Und diese Kugel ist immer heiß. In dem Moment, wo ich in dieses Haus eintrete, sage ich, ich trete ein in meine Seele und spüre die Dankbarkeit, das Licht, das mich nun durchströmt, und ich sende dieses Licht an alle Zellen meines Körpers. Also klar definieren, ich trete ein in meine Seele. Ab diesem Moment wird alles von deiner Seele jetzt ausgehen. Und so spürst du aus deiner Seele die Dankbarkeit, das Licht. Licht ist auch spürbar, nicht nur sichtbar. Und somit spürst du jetzt alle deine Zellen deines Körpers aus der Sicht deiner Seele. Jetzt erleuchtest du den ganzen Körper mit dem Licht, das im Haus des Schöpfers existiert. Und sobald dein Körper erleuchtet ist, gibst du dieses Licht weiter an die ganze Welt. Du bist jetzt das Zentrum dieses Lichts und das Licht wird die ganze Welt überfluten mit deiner Dankbarkeit, mit deiner Fröhlichkeit, mit deiner Seelenenergie, die du jetzt weitergeben kannst. Ein ganz wichtiges Element, in dem wir uns entwickeln und vor allem beruhigen können, ist das Danke sagen. Es nimmt Energie von uns und es gibt uns Energie zurück. Als Seele sind wir immer dankbar für alles, was geschieht. Und als Mensch werden wir jetzt immer mehr lernen, diese Dankbarkeit als ein Energieträger für uns aufzubauen, dass wir in ganz vielen Situationen einfach mal mit Danke sagen, die Energie sofort verändern können.
Ich habe viel gearbeitet für diesen Kurs, um diesen Kurs aufzubauen, viele Gedanken. Und daher möchte ich auch hier eine Danksagung der Seele 9955 Daniel Aaron abgeben. Mein tiefster Dank möchte ich meinem Schöpfer für meine göttliche Sicht der Dinge aussprechen. Ich danke allen, die mitgeholfen haben, dieses Wissen zu mir zu bringen und dabei mitgeholfen haben, die energetische Reinheit darin herzustellen. Es ist ein großes Geschenk, dass mir meine Intuition immer den Weg weist und mich darauf hinweist, welchen Weg ich gehen soll. Ein großer Dank gilt natürlich dem Meister Grabovoi und den weiteren Meistern, die durch ihre Hellsichtigkeit dieses Wissen ans Licht gebracht haben und uns allen zur Verfügung stellen. Danke auch für die Verbindung, die sie zu uns allen bieten, durch die wir direkt mit ihnen in Kontakt treten und unsere Fragen beantworten können. Es ist ein wirklich großes Geschenk, dieses Wissen zur Verfügung zu haben, damit wir uns alle schnell weiterentwickeln können und zur Unsterblichkeit finden werden. Für viele Menschen wird dieses Wissen das Ende ihrer Reinkarnation bedeuten, dass sie das ewige Leben in sich und ihren Gedanken gefunden haben. So können wir alle auch der Zeit und dem Universum danken, dass wir gerade in diesem Leben zu einer so wertvollen und göttlichen Information gekommen sind. Ich danke auch meiner Familie für die unendliche Geduld, die sie mit mir hatten, während ich vor dem Bildschirm gesessen bin und wenig Zeit hatte für sie. Ein herzliches Dankeschön gilt auch dir, werter Leser oder Hörer dieser Nachricht, dass du meine Arbeit gefunden hast und damit dich und die Welt einen Schritt weiter in die Zukunft bringen wirst. Danke an alle, die mich kritisieren, denn sie stärken mich. Danke an alle, die mich abnormal bezeichnen, denn sie haben mir gezeigt, dass die Normalität nicht unser Ziel sein kann, sondern nur die unendliche Entwicklung mit dem Ziel der Perfektion. So ist dieser Kurs und dieses Buch auch eine Entwicklung, die sich weiterentwickeln wird. Genauso wie du, lieber Leser. Du wirst dich mit diesem Wissen so entwickeln, dass du schon bald ein anderer Mensch sein wirst und zu den wahren Schöpfern der Welt gehören wirst. Ich danke meiner Seele, dass sie so frei war, dieses Wissen zu finden und auch zu akzeptieren, obschon es mit dem normalen Bewusstsein der Menschen nichts konform hat. Danke meinem Ego, dass es mir die Freiheit gegeben hat, dieses Wissen im göttlichen Licht zu sehen und dadurch den wahren Wert zu erkennen. Danke, danke, danke. Ja, ihr wunderbaren, strahlenden Seelen. Jetzt kommen wir zu unserer ersten Lektion. Mit dem Titel Vorstellung von Harmonie und ewigem Leben. Der Gedanke eines ewigen Lebens ist nichts Neues. In der christlichen Religion steht es seit Jahrtausenden in der Bibel geschrieben. Selbst in Asien, wo das traditionelle religiöse Denken an der Wiedergeburt festhält, wurde das ewige Leben immer wieder postuliert. Masaharu Taniguchi war ein japanischer Autor, der von 1893 bis 1985 gelebt hat. Und er war der Gründer des Hauses des Wachstums oder Heim des unendlichen Lebens. Er sagt, dass wenn der Geist zur Ruhe kommt, die Krankheit und Ungleichgewicht der dualen Welt, das ein Produkt des Leidens des Geistes ist, verschwindet.
Aus der Seele kann immer wieder derselbe Körper vollständig gebildet werden, ganz gleich, welche Veränderungen im physischen Körper auftreten. Wie er sich zersetzt oder wie er auf eine Menge von Partikeln oder Überresten reduziert wird. Dies alles ist von untergeordneter Bedeutung. Dieses Prinzip spricht von der Möglichkeit, die physische Materie auf der Grundlage des Geistes, auf der Grundlage der Seele umzuformen. Der Mensch ist am Anfang seiner Schöpfung eine ewige Substanz. Daher basiert die Auferstehung auf dem Ausdruck dessen, was dem Menschen ewig ist. Schmerz, Traurigkeit und Nostalgie sind nicht der richtige Weg, die Welt zu verstehen. Nur Freude, Licht und Liebe sind die einzige Methode, die Welt zu verstehen. Als wichtiges Detail in diesem Ganzen, was uns wirklich immer wieder eingeprägt werden muss, ist: Als erstes dürfen wir erkennen, dass alles, was geschaffen wurde, vom Schöpfer geschaffen ist und daher in absoluter Perfektion ist. Ich wiederhole das. Alles, was geschaffen wurde, wurde vom Schöpfer geschaffen und ist daher in absoluter Perfektion. Alles, was wir als Problem ansehen, ist das Unverständnis der göttlichen Perfektion. Was wir erleben, ist zu unserem Guten gemacht, damit wir uns selber erkennen und den Weg zu unserer göttlichen Seele und wahren Existenz finden. Also alles, was geschieht, geschieht zu unserem Guten. Es gibt kein anderer Weg. Unsere Seele denkt immer nur ans Gute für uns. Wir können erkennen, dass das Vorhandensein negativer Emotionen heute die Entwicklung des Menschen blockiert, sein spirituelles Wachstum verlangsamt. Das sind unsere Schöpfungen. In Zukunft wird es keine negativen Emotionen mehr geben. Es ist daher notwendig, die im kollektiven Bewusstsein registrierten Informationen zu dekonstruieren und neu zu rekonstruieren. Dies wäre der erste Schritt zu dem großen Bewusstseinssprung der Menschheit. Daher der Erkenntnis, dass das, was wir in der phänomenalen Welt wahrnehmen, nichts anderes ist als das Ergebnis unserer falschen Überzeugungen. In ihrer Essenz trägt die ganze Schöpfung die Vollkommenheit und Perfektion in sich. Da wir in unserem Kurs und in diesem Buch sehr viel von der Lehre, auch von der Philosophie von Grabovoi hören und lernen werden, möchte ich gerne diese philosophische Aussage von ihm hier präsentieren. Mit dem Titel Ich. Ich bin die Welt. Ich bin die Ewigkeit. Ich habe unermessliche Kräfte. Meine Möglichkeiten sind grenzenlos. Ich bin die Verkörperung des Schöpfers. In mir ist sein Wille. Dank seiner Bestimmung verändere ich die Welt. In mir ist seine Liebe. Ich liebe alles Lebendige wie er, der mich geschaffen hat. Mein Herz ist nie verbittert. Ich denke an das Gute. Ich schaffe Gutes. Das Gute wird mit Langlebigkeit zurückkehren. Die Liebe wird Unendlichkeit schenken. Glaube, Hoffnung, Weisheit.
mit Glauben und Liebe werden meine unsichtbaren Kräfte aufleben und ich werde das erlangen, von dem ich träume. Unsterblichkeit ist das Gesetz des Lebens, genauso wie das Leben. Das ist die Spur der Ewigkeit. Ich erschaffe, um in der Ewigkeit zu leben. Ich lebe, um die Ewigkeit zu erschaffen. Das ist das Leben nach der Philosophie von Meister Grabavoy. Nun kommen wir zum zweiten Teil der ersten Lektion. Da wir immer wieder gehört haben, dass die ganze Schöpfung perfekt ist, geht es uns also heute darum, diese Perfektion wiederherzustellen. Die Lehre von Meister Grabavoy sowie die Lehre von Jesus und anderen Meistern hat zum Ziel, die globale Erlösung und harmonische Entwicklung für alle herbeizuführen. Ich möchte das wiederholen. Die globale Erlösung und harmonische Entwicklung für alle herbeizuführen. Die Erlösung des Menschen aus der aktuellen Situation ist das göttliche Leben, das wir als Schöpfer selber gestalten. Die praktische Umsetzung der Lehre besteht darin, das Bewusstsein zu erweitern und Menschen für die Erlösung aller Menschen aktiv zu machen, auch wenn sie parallel ihre persönlichen Ziele erreichen wollen. Einer der Zwecke der Lehre ist es, eine mögliche globale Katastrophe zu verhindern, auf die wir derzeit zusteuern. Durch die Verwendung und Verbreitung der Lehre ist es möglich, ein gewünschtes positives Ereignis zu erzielen, da jeder, der gegenüber jedem handelt, seinen Anteil vom Schöpfer erhält. Laut Grabavoy ist die Krankheit nichts anderes als die Disharmonie zwischen dem, was unsere Seele anstrebt, und den Zielen, die in der Außenwelt existieren. Ebenso ist Gesundheit die Harmonie zwischen dem, was wir uns wünschen, und den in der Außenwelt existierenden Zielen. Daher unserem Verlangen gemäß der Perfektion des Schöpfers. Nun werden wir uns mit den Strukturen unseres Lebens auseinandersetzen. Als erstes müssen wir feststellen, die ganze Welt hat eine Informationsstruktur. Was bedeutet das? Alles ist Energie. Energie ist Information, die wir durch unsere Gedanken steuern. Dazu kommen wir aber später. Also die ganze Welt ist eine Informationsstruktur. Der Mensch ist eine Lichtstruktur, die Informationen enthält. Also wir können von dem her schon ableiten, die Lichtstruktur kommt von unserer Seele, die Informationen eingegeben hat, ich sage jetzt mal Programme eingegeben hat, damit wir existieren können. Das ist der Unterschied zwischen uns Menschen und der ganzen Welt, wie sie um uns herum existiert. Welche göttlichen Strukturen beinhaltet der Mensch? Es gibt drei göttliche Strukturen, die den Menschen bilden. Die Seele, der Geist und das Bewusstsein. Also die, der und das. Dies ist ein Dreiklang, der sowohl den Menschen als auch die Welt aufbaut. Der Mensch kann nach dem Plan des Schöpfers auf der Informationsebene umstrukturiert werden, da, wo seine ursprüngliche Matrix existiert. Im Wesentlichen wurde alles perfekt erstellt. Der Mensch ist untrennbar mit der ganzen Welt verbunden und seine Gedanken, Gefühle und Handlungen
beeinflussen das Ganze. Wenn wir uns mit der göttlichen Perfektion in Einklang bringen, erschaffen wir uns innerlich und äußerlich neu und können so die Welt durch das Bewusstsein verändern. Wunderbar! Das ist doch das Motiv, dass wir weitergehen. Die Regeneration eines jeden Organs bzw. dessen Heilung ist möglich, da Informationen über das gesunde Organ für immer in einem Informationsfeld gespeichert werden. Der physische Körper ist eine manifestierte Struktur, die sich im Moment der Schöpfung aus einer Informationsstruktur der Urmatrix entwickelt. Das macht uns zu Söhnen oder Bild und Gleichnis Gottes. Der Hauptzweck des Lebens besteht darin, die Bewusstseinsebene zu erhöhen und uns dadurch zu bewussten göttlichen Wesen zu entwickeln. Bevor wir jetzt zum nächsten Teil kommen, möchte ich nochmals etwas in Erinnerung rufen. Nicht vergessen, das Seelenbild immer wieder beachten und die Seelenvorbereitung fleißig wiederholen. In allen Situationen, die du gerne verbessern möchtest. Lebe bewusst, sei dir den Dingen, die in deinem Leben existieren, mehr bewusst und baue bereits dadurch dein Bewusstsein aus. Aber du investierst auch in das, was du hast und bist und verringerst dadurch den Einfluss von den anderen Dingen, die dich limitieren, verletzen und deine kostbare Zeit fressen. In diesem Teil lernen wir das Verstehen unserer Grundarchitektur ein bisschen besser und lernen die einzelnen Elemente besser separieren zu können. Die Struktur unseres Lebens. Somit frage ich dich, innerhalb der Informationsstruktur existieren wir als Lichtstruktur. Welche drei göttlichen Strukturen finden wir innerhalb dieses Spektrums? Fangen wir an beim ersten oder beim obersten oder beim freisten, nämlich der Seele. Die Seele ist ein Wort, das wir viel verwenden, ohne Bezug dazu zu haben. Viele glauben, es sei das, es sei das, es sei das. Und jetzt machen wir einen anderen Weg. Der geht folgendermaßen. Lege ein weißes Blatt Papier vor dich und darunter das Seelenenergiebild. Mache einen ganz kleinen Punkt in der Mitte des Blattes und schreibe darüber das Wort Seele mit Bleistift. Konzentriere dich nun 2 Minuten auf den Punkt und das Wort Seele. Versuche das Wort Seele klar in deinem Bewusstsein zu haben und keine anderen Worte jetzt zuzulassen. Vielleicht wirst du dadurch ein Bild bekommen. Es wird dir ein Bild erscheinen. Nach diesen 2 Minuten fängst du an, deine Seele zu zeichnen. Nimm Bleistift, Farbstift. Am besten sind es Farben und gebt dir jetzt einfach mal 5 Minuten Zeit, um dieses Bild zu erstellen. Die menschliche Seele kommt vom Schöpfer. Es ist als Teil der Schöpferseele der mit Harmonie erfüllte göttliche Teil. Der Mensch trägt in sich einen Teil der Ewigkeit. Auf dieser Ebene gibt es das Innere und das Äußere, das Endliche und das Himmlische.
Die Handlung der Seele ist die Bewegung des Geistes. Die Seele erschafft die Existenzform durch ihr Bewusstsein. Alles, was Form hat und existiert, wurde durch die Struktur der Seele geschaffen. Für das Wort Struktur können wir im weitesten auch das Wort Gedanken einsetzen. Die Seele ist das Prinzip, das göttliche Bewusstsein. Sie ist die Struktur und der Schöpfer liefert die Grundlagen für alles. Die Seele erzeugt Licht und Informationsfrequenzen. Der Geist überträgt diese von der Seele auf das Bewusstsein, das die Informationen empfängt. Das Bewusstsein schafft die Form von Objekten, die wir um uns herum wahrnehmen. Auf das Thema der Seelen werden wir immer weiter eingehen. Wir werden auch immer mehr erfahren durch unser Gefühl, da wir über die Seele jetzt arbeiten. Wir haben uns ja in unsere Seele begeben, um das alles zu empfangen. Also versuchen wir dann auch, genau diese Verbindung zwischen Seele und Geist zu verbessern und die Verbindung vom Geist zu unserem Bewusstsein ebenfalls zu verbessern, damit diese Linie klarer kommt und damit unsere Ziele auch hier wieder klarer nach Harmonie, Liebe und ständiger Entwicklung sind. Als zweite Säule oder Element in unserem Leben ist der Geist. Und daher empfehle ich jetzt dir dasselbe, wie wir bei der Seele gemacht haben. Das weiße Blatt Papier, den Punkt in der Mitte, Geist hinschreiben, 2 Minuten nur dahin sehen, nur das Wort Geist in deinem Kopf zu haben und dann 5 Minuten zu zeichnen. Geist ist die Verbindung des Unsichtbaren, das in der Seele enthalten ist, mit dem sichtbaren Bewusstsein, das die aktive Form der Seele ist. Geist und Bewusstsein sind Aktionspotenziale der Seele. Die Seele erschafft alles aus sich selber. Die Seele erzeugt jede Form der Existenz durch Geist und Bewusstsein. Der Geist verlässt die Seele, als ob er eine Aktivität der Seele wäre. Und das Bewusstsein reflektiert das Licht der Seele. Der Übergang von der Seele zum Bewusstsein findet im Seelenherzraum, dem zweiten Herzen neben dem anatomischen Herzen, also der 5. Herzkammer, statt. Durch die Konzentration, also Transformation des Geistes, werden Objekte in die physische Realität hineingeboren. Und nun kommen wir zur dritten Säule unseres Lebens. Unser Bewusstsein, das wir heute als viel zu wichtig nehmen, dass wir in Zukunft aber wieder klar auch in die Beziehung zur Seele stellen wollen. Anstelle des Wortes Bewusstsein benütze ich ab und zu das Wort Gewissen, das gestalterische Wissen. Bewusstsein ist im weitesten ein Index, Listen, Aufzeichnungen, was wie aussieht, was wie riecht, also Informationen, die gespeichert werden und uns dadurch unser Sein ermöglichen. Mache hier dieselbe Prozedur. Weißes Blatt Papier, Punkt, Bewusstsein oder Gewissen oben hinschreiben, 2 Minuten betrachten und 5 Minuten zeichnen. Die Seele kann den physischen Körper durch das Bewusstsein kontrollieren.
Somit ist der menschliche Körper der materialisierte Teil der Seele, der durch die Struktur, also Gedanken, des Geistes mit ihm korrelieren oder interagieren. Im weitesten Sinn ist Bewusstsein die Gestaltung der Seelenstruktur, also die Seelengedanken, aus dem Geist, die geistige und körperliche Materie vereint. Geist ist ein Teil der Seele und darin enthalten. Der Mensch ist auch Teil der Seele. Er ist Geist wie auch Bewusstsein. Alles, was in die Welt hinausgetragen wird, wird vom Bewusstsein kontrolliert. Das gewöhnliche Bewusstsein erkennt die Realität als etwas, das historisch gespeichert und gespiegelt ist, also die Erfahrungen aus der Vergangenheit. Das Ergebnis ist eine Vorstellung über die Welt in Form eines Durchschnittswertes der Vorstellungskraft aller Menschen. Das erweiterte Bewusstsein nimmt die Welt zwischen ihren sichtbaren und unsichtbaren Bereichen wahr. Durch diesen mentalen Blick kann sie gleichzeitig Prozesse auf Mikro- und Makroebene steuern. Wahres Bewusstsein spiegelt die gesamte Struktur der Welt wider. Sobald ein Mensch diese Wahrheitsebene erreicht hat, hat er die Möglichkeit, physische Prozesse durch seine psychophysische und mentale Fähigkeit zu kontrollieren. Also die psychophysischen, das sind unsere Emotionen, und die mentalen Fähigkeiten sind unser Denken. Wahres Bewusstsein empfängt Impulse, verarbeitet sie und generiert oder transformiert die jeweilige Materie, manchmal in wenigen Sekunden oder Minuten. In diesem Moment bestimmt nicht die Welt die Struktur des Menschen, sondern der Mensch bestimmt sie. Wir können die Welt durch unser Bewusstsein verändern, weil es ein kreatives Programm ist, das der Schöpfer in den Menschen installiert hat. Durch Transformation und seine Wahrnehmung kann der Mensch die Welt verändern. Alles ist in unserem Bewusstsein existent. So wie wir die Welt wahrnehmen, verhält sich die Welt für uns. Die Welt antwortet auf den Wunsch des Menschen in Harmonie mit der Welt und damit mit sich selber, eben mit dieser Harmonie zu leben. Du musst wissen, wohin du gehst. Du musst den Weg kennen. Das bedeutet Freiheit. So, das war die Zusammenfassung der ersten Woche unseres Kurses. Wir sehen uns im nächsten Teil. Danke, dass du dich interessiert hast, und ich hoffe, dass wir uns bald auch persönlich in unserem Kurs treffen können, um die Familie der Schöpfer wachsen zu lassen. Bis dann, im Licht des Schöpfers. Danke.